Könnten Sie kurz sagen, wie die Situation in der Pflege im Moment aussieht? Ja, der Fachkräftemangel im Pflegedienst ist schon über mehrere Jahre bekannt. Jetzt verschärft sich die Situation, weil der neue Gesundheitsminister Jens Spahn eine Personaluntergrenzenverordnung erlassen hat. Positiv, weil wir etwas tun müssen, um die Arbeitsbelastung im Pflegedienst durch mehr Personal zu verbessern. Allein durch den heimischen Bewerbermarkt können wir diese Mehrung an Stellen nicht abdecken und deshalb haben wir uns entschieden, in das Ausland zu gehen, ausländische Fachkräfte von den Philippinen zu rekrutieren.